Na gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu der Leichenhalle und schauen uns da ein wenig um. Und wenn wir ihn da nicht finden, dann müssen wir halt von der Leichenhalle aus uns südlich Schon weiter gut. vorarbeiten. Schon gut. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht ganz so viele Schläger werden. Und was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir müssen hier durch. Und ja, wir werden schon wieder belagert von denen. Ja, wenn wir so ein, zwei Zaubersprüche lernen können, dann wird es vielleicht doch recht praktisch sein mit den Schlägern. Ich bin dann weg. Dürfen wir nämlich recht schnell loswerden können, könnten so unsere Taschen ein bisschen polstern. Aber gut, wir wollten uns hier zu Ende umschauen. Ein Davos am Arbeiten, was haben wir hier für ein Gebäude? Okay, komm, euch machen wir jetzt erstmal kaputt. So, du dahin. Du dahin. Du. Ja, auch noch ran. Aber Morte muss erstmal ein paar Leute verspotten. Du da. Halte aus. Werde stark durch das Ausharren. Du bist ja so hässlich, dass es schon wehtut. So, und alle Mann auf den da. Dein Ja, so muss es laufen. Schön, schön. Und jetzt nicht weglaufen. Erledigt. So, das kommt mit. Ich bin weg. Jede Münze zählt. Denn wirklich viel haben wir ja nicht mehr. Und wer weiß, ob die alte Mebes nicht noch irgendwelche Klimper haben möchte, um uns Sprüche beizubringen. Das könnte ja auch noch sein. So, hier ist jetzt direkt die Leichenhalle, da wird er nicht sein. Hier ist der Obelisk. Ah, wir müssen ja schon mal über ihn gestolpert sein, sonst hätte der Namenlose sich nicht an ihn erinnert. Ich bin weg. Schon gut. Aber hier ist nirgendwo eine auffällige grüne Gestalt, die mit Bäumen kuschelt. Das heißt, wir müssen in den südöstlichen Teil des Stocks. Das dürfte dann der einzige Bereich sein, zu dem wir jetzt so einfach kommen, wo wir noch nicht gesucht haben. Ich bin weg. Oh, und das sieht doch gut aus. Ja, bei ihm waren wir wirklich schon mal. Schau keinem in die Augen. Hier schlitzen sie dich auf oder pellen dir die Haut vom Leib. Er wirft dir nur einen kurzen Blick zu, dann schaut er weg. Ah, du bist es wieder, mein Freund. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich vorhin so unhöflich war. Gelassen erwidert er deinen Blick. Ich nehme deine Entschuldigung an, mein Freund. Hattest du irgendwelche Fragen? Ja. Ich bräuchte ein paar Kräuter aus diesen Samen. Kannst du mir helfen? Der um die Bäume trauert, nimmt den Samen und hält ihn sich dicht vor die Augen. Was für ein seltsamer Samen. Sind das da am Rand Zähne? Stacheln vielleicht? Wo hast du den her, mein Freund? Die alte Mebes, die Hebamme vom Platz, braucht ein paar Kräuter, die aus diesen Samen wachsen. Weißt du, wo ich so etwas bekommen könnte? Nein. Der um die Bäume trauert, starrt immer noch den Samen in seiner Hand an. Dies ist der einzige Samen dieser Art, den ich je gesehen habe. Ich... Ah! Er zuckt zusammen und ein Blutstropfen glitzert aus seinen Daumen. Die Stacheln an ihm sind wirklich spitz. Vielleicht solltest du ihn halten. Du kannst mir also auch nicht helfen? Es sei denn, du kannst ihn zum Wachsen bringen. Ich kann es nicht. Ich sag's dir nochmal. Ich habe niemals zuvor einen solchen Samen gesehen, mein Freund. Gibt es eine Möglichkeit, es schneller wachsen zu lassen? Der um die Bäume trauert, betrachtet den Samen. Vielleicht, wenn es dir wichtig genug wäre, ihn wachsen zu lassen? Konzentrieren wir uns mal drauf und versuchen es mit unserer Geisteskraft. Zu deiner Überraschung zeigt sich ein Riss und der Samen spaltet sich. Aus seiner Oberfläche sprießen Zweige wie Finger. Instinktiv lässt du den Samen fallen. Aber die clownartige Zweige schlingen sich um dein Handgelenk und lassen sich nicht abschlüsseln. Was zur Hölle? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Der um die Bäume trauert, starrt fassungslos auf die stacheligen Äste, die sich um dein Handgelenk winden. Ich
glaube, die Stacheln an diesen neuen Ästen sind mehr als genug für das, was deine Bekannte braucht. Ich hoffe, sie kann das verdammte Ding von mir abbekommen. Ach, bevor ich gehe, ich hätte noch ein paar Fragen. Warum sterben all diese Bäume? Seh dich doch nur um, mein Freund. Kannst du dir vorstellen, dass irgendetwas hier ein leichtes Leben hat? Von diesem kläglichen Zustand abgesehen, kommen die Davos nur selten in diesen Teil Sigils. Warum denn das? Der Stock ist gefährlich, aber das ist es nicht. Die Dame wacht über die Davos und niemand ist so dumm, sich mit ihr anlegen zu wollen, mein Freund. Ich vermute, dass Fell an allem schuld ist. Fell? Fell haben wir doch schon getroffen, das ist der Tätowierer. Fell, das ist, naja, Freund, das ist der einzige Davos, der nicht der Dame dient. Ich kenne zwar nicht das ganze Dunkel, wie man so sagt, aber seine Gefährten schneiden ihn. Und so lebt er allein im Stock. Er betreibt ein Tätowierstudio, aber fast niemand in Sigil traut sich da rein. Wir waren da schon drin. Du hast keine Ahnung, warum er geschnitten wird? Ich sagte doch schon, ich weiß es nicht genau, mein Freund. Ich habe nur ein paar vage Gerüchte gehört. Er sei auf der falschen Seite gewesen, als irgendeine Macht beschloss, sich mit der Dame anzulegen. Frag ihn am besten selber, mein Freund. Er soll ganz nett sein, wenn auch etwas merkwürdig. Irgendeine Macht? Eine Gottheit, mein Freund. Ein Gott? Mit denen hat die Dame in der Regel keine Schwierigkeiten. Denn sie hält sich einfach von Sigil fern. Sein Name war Aoshka? Aber sonst weiß ich recht wenig darüber. Sein Name war... Der Mann nickt mit ernster Miene. Soweit mir bekannt ist, hat die Dame ihn vernichtet. Das solltest du nicht vergessen, falls du mit den Gedanken spielst, sie oder einen ihrer Diener zu ärgern. Na gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Leb wohl. Also haben wir noch etwas über Fels Hintergrund erfahren? Aoshka. Na gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Kräuter, die die Mavis haben wollte. Erledigt. Auch wenn sie sich gerade um unseren Unterarm schlängeln, was ja nicht ganz so angenehm sein dürfte. So, huschen wir erstmal hier raus, bevor die Schläger wieder auf dumme Ideen kommen. Weil zwischendurch können wir die ruhig niederschlagen. Es gibt ja wenigstens ein wenig Klimper. Aber immer und immer und immer wieder tut uns dann doch nicht so gut. Da wir halt nicht der Stärkste sind. So, haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Halten wir kurz an. Wir haben noch ein paar Schmuckstücke, aber es hält sich in Grenzen. Das können wir auch ein andermal verkaufen. Wenn wir ein wenig mehr dabei haben, dass es sich dann auch rentiert. So, also weiter hoch. Und in den nordwestlichen Teil des Stocks. Und gleich dem nächsten Schläger in die Hände gelaufen. Aber er ist allein, den können wir schnell niederhauen. Erledigt. So, sag ich doch, das geht fix. Und ein Armband mehr für uns. So. Gehen wir da oben zum Lumpensammlerplatz. Und hoffen mal, dass wir jetzt alles haben, was Mavis braucht. Es kann ja auch sein, dass sie dann auf die Idee kommt, dass sie noch irgendetwas für uns zu tun hat. Aber das werden wir gleich herausfinden. Als du eintriffst, wirft Mavis dir einen skeptischen Blick zu. Dein Weg führt dich hierher zurück, nicht wahr, mein Kind? Hier sind die Kräuter, die du wolltest, aber befreie mich zuerst mal von diesem Gestrüpp hier. Stimmt das? Mavis schaut sich die Stacheln an deinem Handgelenk an. Wenn ja, dann denk sie dir weg. Na gut, wir konnten sie wachsen lassen, dann können wir sie vielleicht auch verschwinden lassen. Also konzentrieren wir uns jetzt genau auf die Pflanzen an unserem Unterarm. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ächzend und knackend lösen sich die schwarzen, stacheligen Zweige von deinem Handgelenk und bilden einen Knäuel. Es sieht wie ein Nest mit toten, schwarzen Schlangen aus. Mavis schnaubt. Wünsch dir, dass es ein Bilderrahmen oder so etwas ähnliches wird. Etwas mit mehr Struktur und weniger Winkeln.
Okay, wir konzentrieren uns auf einen Bilderrahmen. Das Zweigknäuel ächzt. Die Zweige biegen und winden sich, bis sie einen kleinen Bilderrahmen darstellen, der an jeder Seite zwei Handbreit lang ist. Fast unbewusst formst du den Rahmen mit deinen Gedanken so um, dass die Stacheln nach hinten zeigen, sodass er problemlos an eine Wand gehängt werden kann. Und als nachträglichen Einfall drehst du die übrigen Stacheln in das Innere des Rahmens, sodass er an den Kanten angefasst werden kann. Nicht schlecht, was? Mavis starrt den Rahmen eine Weile an und gackert dann los. Ha, quadratisch genug ist er ja. Gute Arbeit, mein Kind, gute Arbeit. Sie hebt den Rahmen auf und beugt ihn kritisch. Das reicht vollkommen. Das ist alles? Dafür hast du das gebraucht? Ja, nun, das ist genug. Sie rümpft die Nase. Ja, aber als du das letzte Mal gegangen bist, habe ich vergessen zu sagen, dass du mir noch etwas besorgen müsstest. Und dazu musst du zurück zum Handelsplatz. Dort suchst du nach Giscall, dem Stoffhändler. Er hat noch Lumpen von mir, die er eigentlich waschen sollte. Und es ist schon lange her, dass ich ihn darum gebeten habe. Also hat sie wirklich noch mehr für uns zu tun. Na gut, dafür, dass sie uns Magie beibringt, sind so ein paar Botengänge wohl nicht zu viel verlangt. Aber was hätte sie ruhig vorher sagen können? Das hättest du mir auch sagen können, bevor ich losgegangen bin. Also gut, ich bin bald wieder da. Dann halt wieder zurück. Ich bin weg. Ich bin weg. Den kennen wir ja auch schon. Von ihm haben wir ein paar Bandagen gekauft gehabt. Mal gucken, was sich daraus jetzt diesmal entwickelt. Denn das letzte Mal dachten wir auch, wir können einfach so zum Marktplatz laufen, die Kräuter kaufen und wieder zurückgehen. Und dann hat sich rausgestellt, dass wir Kraft unserer Gedanken irgendwelche Samen verformen mussten. Mal gucken, was wir jetzt mit den Leintüchern anstellen müssen. So, weiter nach unten. Der Markt war im Südosten, da sind wir gerade erst vorbeigelaufen. So, den Schläger ignorieren wir gekonnt. Laufen wir mal außen rum, dass wir ihn abhängen können. Erledigt. An Felsladen vorbei. Und ich bin doch falsch abgebogen. Der Markt war im südwestlichen Teil, nicht im südostlichen. Das verwechsel ich irgendwie immer. So, jetzt aber. Hoffe ich zumindest. Ja, das schaut gut aus. Also, im nordwestlichen Teil ist der Lumpensammelplatz, im nordöstlichen ist die Leichenhalle. Im südöstlichen ist Felsladen und im südwestlichen ist der Markt. Das müssten wir uns jetzt langsam merken. Und einer von denen hier war der Stoffhändler. Giscall, sprechen wir ihn doch mal an. Giscall wendet sich dir zu. Ich, Giscall. Er verbeugt sich und breitet seine zitternden, vernarbten Hände aus. Ich, Giscall. Ich bin hier, um die Wäsche für jemanden abzuholen. Jetzt, wo wir das so sagen, klingt das wirklich ganz schön degradierend. Aber gut. Ich bin hier, um die Wäsche für jemanden abzuholen. Mavis, die Amme. Lumpensammlerplatz? Giscall blinzelt. Stoff waschen? Ja, von Mavis auf dem Lumpensammlerplatz. Lumpensammler? Er klopft mit den Fingern, als ob er etwas zählen würde. Ich weiß, ich erinnere mich. Er streckt einen zitternden Finger in die Höhe, als ob er dir etwas sagen wollte, dass du warten solltest. Warten wir, bis er die Wäsche geholt hat. Er kommt zurück mit einer plattgedrückten Masse grüner Lumpen, die zwar dünn wie Papier sind, aber trotzdem so steif, dass sie aussehen wie guter Ersatz für Holzbretter. Die Lumpen sind mit einer gelb-grünen Stärke derart verkrustet, dass man sie wahrscheinlich jahrelang einweichen müsste, um sie wieder geschmeidig zu machen. Wie oft hast du die gereinigt? Giscall wäscht Stoff. Stärkstoff jeden fünften Tag. Wäschstoff, Stärkstoff jeden fünften Tag. Seine Augen flackern. Giscall wäscht viele Jahre. Stärkstoff immer am fünften Tag. Giscalls Ritual. Aber die sind völlig ruiniert. Wäschstoff ist Giscalls Ritual. Seine Stimme ist dumpf, fast wie bei einem Zombie. Muss Stoff jeden fünften Tag waschen.
Wo liegt der Sinn darin, sie alle 5 Tage zu stärken, wenn sie das überhaupt nicht nötig? Ach egal, gib schon her. Gebt ihr Stoff? Er nickt, dann reicht ihr die Lumpen. Sie sind schwer, wie eine Armvoll Ziegel. Na gut, bringen wir sie zurück zu Mappes. Leb wohl. Das schien jetzt wiederum einfacher zu sein als erwartet. Es ist nur die Frage, ob sie damit zufrieden sein wird. Aber sie hat es in Auftrag gegeben und es war dann auch eigentlich ihre Aufgabe dran zu denken, es zeitig abzuholen. Oder es zumindest zeitig abholen zu lassen. So. Das ging noch ein bisschen fixer. Hier ist ihre Hütte. Aber vorher speichern wir erstmal kurz ab. So, speichern. LP 021.